So, liebe Freunde der gepflegten Kaffeehauskultur, des Trainings, der Trainingswissenschaft, willkommen zur nächsten Runde Espresso. Und ich werde gleich sagen, heute gibt es neue Regeln. 2 Minuten für die Erklärung, bleibt beim Alten. Aber ich nehme mir raus, euch mittels einer schönen Metapher mal wieder einen komplexen Gegenstand der Trainingswissenschaft näher zu bringen oder eine Thematik des Trainings näher zu bringen. Und hierfür wird der Countdown-Timer noch nicht laufen. Manche mögen sagen, der Typ macht die Regeln auch, wie sie ihm passen. Aber das sind ja auch meine Regeln. Also, was wollt ihr eigentlich von mir? Da wir wissenschaftlich geprägt sind, wollen wir ja schließlich wissen, ob das Training auch das hält, was es verspricht. Unser Training oder das Training, das der Coach dir verschreibt. Dementsprechend wollen wir natürlich Tests verwenden, denn Tests sind doch ein Kerngedanke der wissenschaftlichen Arbeit. Denn hier kann man feststellen, haben wir das Ergebnis erzielt, das wir haben wollen, oder sind wir daran vorbeigeschossen. Daher gibt es natürlich viele Tests. Wir lesen in Studien unzählige Testmöglichkeiten für spezifische Anpassungen für Sportler. Und wir wissen, wenn wir diese Tests nutzen, dann können wir sehen, ob wir uns in die sportartspezifisch richtige Richtung bewegen oder wir wissen einfach, ob wir besser werden oder nicht. Aber ist Testen so einfach? Und was ist dieses Tracking? Reden wir hier davon, Makronutrients zu tracken, if it fits your macros oder was ist das? Nein, natürlich, bei Tracking geht es nicht darum. Es geht auch nicht um Barpath-Tracking, also das Tracken des Hantelweges, sondern es geht darum zu tracken, wie die Ergebnisse sind. Und hierfür möchte ich ein schönes Bild bemühen. Wir stellen uns also vor, ein Test ist ein Foto, auf das wir uns vorbereiten. Wir wissen, heute haben wir das Shooting. Heute wollen wir das Foto von uns machen, auf dem wir so gut ausschauen, wie es nur möglich ist. Wir wollen das Beste aus uns herausholen, denn wir werden es der Öffentlichkeit zeigen oder denn wir wollen einfach wissen, wie gut schaue ich zu diesem Zeitpunkt aus, werde ich zu einem anderen Zeitpunkt besser oder schlechter ausschauen. Dementsprechend richten wir das Licht her, wir nehmen Positionen ein, wir lernen Posen, wir pumpen vorher nochmal, um ein bisschen praller auszusehen, wir schminken uns vielleicht sogar, wir lernen eine schöne Pose einzunehmen, wir sehen, welche Seite ist unsere Schokoladenseite, wir schlafen viel, damit wir natürlich ausgeruht sind, damit wir einen natürlichen Tag haben. Schlichtum, wir tun alles, um so gut auszusehen wie nur irgendwie möglich an diesem Tag zu dieser bestimmten Uhrzeit. Das, meine lieben Damen und Herren, ist die Natur des Testes. Das Fotoshooting. Vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Diät, was weiß ich, was wir machen. Wir tun eben alles. Dann kommt der Tag des Fotos und an diesem Tag sind wir schön. Oder noch schöner, als die Realität vielleicht tatsächlich ist. Demgegenüber steht das Tracking. Wir machen jeden Tag Fotos von uns in allen möglichen Situationen, allen möglichen Lichtsituationen. Wir machen einfach Fotos, so wie wir sind. Wir nehmen natürlich verschiedene Posen ein. Wir sehen an manchen Tagen unausgeschlafen aus. An manchen Tagen sind wir total überdreht, weil wir zu viele Espressi getrunken haben. An manchen Tagen waren wir in der Sonne, haben einen guten Tag, sind ausgeschlafen, haben uns gut ernährt. Vielleicht fühlen wir uns an diesen Tagen auch besser und strahlen das dementsprechend aus. An manchen anderen Tagen sehen wir einfach aus wie eine weiße Wand. Nein, eine weiße Wand. Oder wie wir eben an schlechten Tagen aussehen. Das, meine lieben Damen und Herren, ist Tracking. Hier haben wir ein Abbild von dem, wie wir täglich aussehen, wie sich unser Aussehen verändert, wie wir aussehen in verschiedenen Situationen. Und wir können trotzdem über die Zeit feststellen, sehen wir mit der Zeit besser oder schlechter aus. Vielleicht wollen wir das natürlich auch gar nicht sehen, aber es ist ja nur eine Metapher. Wir lernen also, wie sich unterschiedliche Dinge darauf auswirken, wie schön wir sind, wie gut wir aussehen, wie erholt wir sind und wie sich das in der Kamera widerspiegelt. Wir sind mal ausgeschlafen und schön und mal eben nicht. Aber wir wissen, wie sich das verändert über den Lauf der Zeit und in welche Richtung und mit welcher Tendenz sich alles bewegt. Wir können uns darauf einstellen. Wir können vielleicht Kurskorrekturen vornehmen. Wir sehen vielleicht, oh, ich bin die letzten 15.000 Fotos immer dicker geworden. Vielleicht sollte ich was dagegen tun oder ich habe die letzten 10.000 Fotos einfach nur noch abgenommen. Vielleicht sollte ich dagegen was tun. Kurzum, der Test verspricht uns das Abbild unserer maximalen Schönheit, während das Tracking uns einen Verlauf darstellt, wie
wie schön wir in verschiedenen Situationen sind und wie schön wir unter natürlichen, unvorbereiteten Umständen sind. Die 2 Minuten gehen los. Der Test verspricht uns das Abbild des physischen Maximums der gezielt abgefragten physischen Fähigkeit. Wir wollen also wissen, wie gut sind wir zum Beispiel in unserem 1er-Maximum in der Kniebeuge, 1er-Maximum Bankdrücken, 1er-Maximum Kreuzheben, Hallo Kraft-3-Kämpfer. Oder wie schnell sind wir an diesem Tag, an dem Tag, auf den wir uns so vorbereitet haben, im 40-Yard-Dash, Hallo Footballer. Oder wie hoch können wir springen, Hallo jeder, der hoch springen will, an diesem Tag. Und wir tun alles im Verlauf des Trainings dafür, um an diesem einen Tag perfekt vorbereitet zu sein. Macht natürlich Sinn, wenn wir einen Wettkampf haben. Oder macht Sinn, wenn wir wissen wollen, wie unser Maximum ist, die maximale Ausprägung dieser einzelnen Fähigkeit. Oder eines Mixes aus Fähigkeiten, wenn wir zum Beispiel einen Hexathlon machen. Tracking hingegen zeigt uns einen Trend, eine Entwicklung, eine Tendenz, einen Verlauf mit Schwankungen, mit schlechten und guten Ausschlägen, aber natürlich auch mit der Wahrscheinlichkeit, nie das Optimum an Schönheit, Leistungsfähigkeit zu erreichen. Sprich, wir wissen, wohin sich das Training bewegt, wir wissen aber vielleicht nie genau exakt das Maximum. Warum sollte man dann nicht vielleicht einfach immer testen? Denn wir wollen ja das Maximum wissen, oder? Maximal ist immer gut. Schließlich geht es ja doch um im Training das Maximum zu erreichen. Wir kommen also zu den Testproblemen, denn es gibt natürlich Probleme mit Tests. Nehmen wir eine einfache Sportart, in der eigentlich nur eine Fähigkeit abgefragt wird. Was fällt uns ein? Natürlich Kraft-3-Kampf. Was sind Probleme, die hier entstehen? Wenn wir einen Testtag formulieren, dann baut sich natürlich immer ein mentaler Druck auf. Wir wissen, an diesem Tag geht es um alles. Auf diesen Tag habe ich mich jetzt 20 Wochen vorbereitet. Heute muss es hinhauen. Und dann wollen wir unser Maximum an dem Tag wissen. Das ist nicht einfach zu verpacken. Für manche ist das eher so. Für manche auch so. Oder einfach nur. Für manche auch nicht. Natürlich braucht es auch Erfahrung im Peaking. Das bedeutet, wir müssen lernen, welche Dinge funktionieren, vielleicht wie bei uns, mental und physiologisch, um an diesem Tag tatsächlich das Beste bei diesem Test abrufen zu können. Und das braucht vielleicht ein paar Anläufe, ein paar Testzyklen, bis wir uns da an das Optimum der Vorbereitung herangeführt haben und wissen, okay, so kommen wir dem sehr nahe. Dann haben wir vielleicht tatsächlich ein Abbild. Bedeutet, auch hier brauchen wir vielleicht schon nicht einen Test, sondern einen Test zum Lernen, noch einen Test zum Optimieren und dann den tatsächlichen Test, um unser Maximum zu finden. Und werden wir das Maximum wirklich finden? Wir werden ihm wahrscheinlich nahe kommen. Aber es gibt ja auch noch Sportarten, bei denen mehr als eine Fähigkeit abgefragt wird. Und hier haben wir natürlich das Problem, wir müssen es schaffen, dass alle notwendigen Fähigkeiten zu einem Zeitpunkt tatsächlich abrufbar sind. Und das, liebe YouTube-Gemeinde, ist tatsächlich Peaking. Denn es geht hier nicht nur darum, die Müdigkeit zu reduzieren und uns zu erholen, um an dem Tag unser Maximum abzurufen, sondern die Leistungsfähigkeit von verschiedenen Systemen so zu beeinflussen, dass sie am Tag des Tests maximal abrufbar sind, alle gleichzeitig. Peak steht natürlich für Gipfel. Aber überall, wo Gipfel sind, sind auch Täler. Und wir können uns das Ganze auch so vorstellen. Je höher der Gipfel ist, desto tiefer ist das Tal danach. Je mehr wir daran investieren, diesen Peak herauszukratzen und an diesem Tag unser Maximum herauszuholen, auf desto mehr Training verzichten wir, um diese Expression einer Fähigkeit zu erreichen. Und hinterher können wir uns dann davon erholen. Wir müssen uns davon erholen, denn es war eine mentale und physiologische Maximalanstrengung. Das bedeutet, wir verlieren Zeit zu trainieren. Und das kann natürlich eine wichtige Entscheidung sein, gerade für Sportler, bei denen der Test nicht der Wettkampf ist. Wir haben Wettkampfsportarten, wir haben Saisonsportarten. Saisonsportarten haben nicht einen einzigen Tag, an dem die Leistung abgerufen wird. Wettkampfsportarten haben einen Tag, der quasi einen Test darstellt. Müssen wir also im Vorhinein testen? Wir haben ja die Wettkämpfe, an denen getestet wird. Wir sollten vielleicht in diesen Sportarten tracken, um zu sehen, wo bewegen wir uns hin, wie müssen wir justieren. Andere Sportarten wie Saisonsportarten, macht es denn da wirklich Sinn zu testen? Denn wir wollen ja nicht wissen, was unser Maximum ist, sondern wir wollen wissen, wohin wir uns bewegen mit unseren physischen Fähigkeiten und ob wir auf dem richtigen Weg sind und ob wir zu jedem Zeitpunkt in der Saison unsere beste Leistungsfähigkeit abrufen können, die wir wiederholt abrufen können, nicht unser Maximum. Denn wenn wir tracken, haben wir nie das Maximum rausgeholt. Aber wofür brauchen wir das Maximum? Warum ist so eine Überlegung tatsächlich wichtig? Man könnte sagen, Keindl, was regst du dich so auf? Wenn wir uns überlegen, in der wissenschaftlichen Literatur heißt es zum Beispiel, man sollte zweifaches
Körpergewicht beugen können, um Explosivkraft gut trainieren zu können. Heißt es dann, dass ein Athlet erstmal zweifaches Körpergewicht bei einem Test beugen können muss, damit ich ihn Dropjumps machen lasse? Nein, heißt das natürlich nicht, denn dieses zweifache Körpergewicht ist repräsentativ für eine Fähigkeit, und zwar die Fähigkeit, eine gewisse Kraft auszudrücken. Da man weiß, erst dann macht es Sinn, die Explosivkraft gezielt mit intensiven Methoden zu trainieren. Davor ist es vielleicht ein bisschen vergebene Liebesmüh. Wir wissen also, dass wenn jemand zum Beispiel 1,7-faches Körpergewicht für 5 Wiederholungen beugen kann in einem Trainingssatz, dass er sicher zweifaches Körpergewicht für eine Wiederholung beugen kann, ohne es zu testen. Wir müssen es also nicht testen. Wir können seinen Trainingsverlauf einfach daraufhin ausrichten, dass er diese Fähigkeit zeigen könnte, wenn wir sie testen würden. Wir können also Vertrauen in unser Training haben, wenn wir ein Tracking nutzen und hier abbilden, wie das Ganze sich verhält. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir durch Tests eben wertvolle Trainingszeit verlieren, die wir vielleicht nicht haben. In Sportarten, in denen wir Wettkämpfe haben, haben wir die Tests integriert. Die Leute müssen sich auch damit abfinden, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Leistung abrufen können muss, und zwar im Moment des Tests. Das sind Closed-Skill-Sportarten, und hier ist das ein Teil der Fähigkeit. In einer Spielsportart haben wir aber ein ganzes Spiel, um reinzukommen. Natürlich auch einen Tag, an dem etwas schlimm laufen kann, aber man kann sich in ein Spiel finden. Es hat eine gewisse Dynamik, eine Interaktion, deshalb Open Skill. Und hier sind Tests vielleicht nicht ganz so angebracht oder sind vielleicht einfach nicht so wichtig, wie wir denken, weil wir meinen, wir müssen unsere KPIs damit abgleichen. Man könnte also sagen, wenn jemand super aussieht, aber einfach unfotogen ist, weil er oder sie einfach keinen Bock hat, sich andauernd fotografieren zu lassen, dann werden wir wissen, das ist eine schöne Person, aber die Fotos werden trotzdem immer kacke ausschauen. Wenn jemand einfach super fotogen ist und sich gerne fotografieren lässt, dann ist es vielleicht toll, ihn zu fotografieren und auf einen bestimmten Tag hinzuarbeiten, um ein perfektes Foto zu machen. Vielleicht werden wir aber auch zehntausende Fotos über einen langen Zeitraum machen und dann durch Zufall ein perfektes Foto machen. Und so ist es mit Tracken und Testen. Wir sollten also nicht vergessen, dass Testen dann wichtig ist, wenn wir das Maximum wissen wollen und nicht die Entwicklung. Was hat das für Konsequenzen? Das hat sehr viele Konsequenzen für uns als Coaches, denn wenn wir zum Beispiel die Entwicklung von Sprungkraft ermitteln wollen, dann müssen wir wissen, wie sich zum Beispiel unser Kraftblock im Moment suppressiv auf unsere Sprungkraft auswirkt oder dass wir, wenn wir einen Deload machen, eine erhöhte Sprungkraft haben werden, messen können, ohne dass wir etwas dafür getan haben, die Sprungkraft in dieser einen oder zwei oder drei Wochen so stark zu verbessern. Wir haben also akute und chronische Phänomene, und ein chronisches Phänomen ist, dass ich schon wieder über 2 Minuten drüber bin, ich weiß es, aber es lag mir auf dem Herzen, es ist ein wichtiges Thema, denn wir sollten uns sehr gut mit Testen beschäftigen, und natürlich ist es eine wichtige Sache auch für Athleten, Tests zu machen, um auch mal zu wissen, wo stehe ich und wo geht es hin und ist mein Trainer gut. Aber vielleicht sollte man auch einfach am Training sehen, ob man Fortschritte macht oder nicht. In diesem Sinne, trainiert gut in das Jahr 2022 hinein. Ich wünsche euch viele Bestleistungen, viele perfekte Tests, viel gutes Tracking, viel gutes Essen. Lasst mir ein Abo da, dann freue ich mich. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Am besten, wenn ihr die Glocke läutet, dann wisst ihr auch Bescheid, wann ich im neuen Jahr wieder da bin. In diesem Sinne, lasst euch euren Kaffee schmecken, denn auch an Silvester kann er helfen, um noch länger wach zu bleiben. Adios, auf Wiedersehen, macht's gut. Gut. Ich mache jetzt Fotos.